بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen uns heute إن شاء الله تعالى mit drei Ereignissen innerhalb der Sira beschäftigen. Das Hauptereignis, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, was wir aber wahrscheinlich nicht vollständig schaffen werden, ist die Eroberung von Mekka. Wir werden wahrscheinlich nur auf einige erste Aspekte und die Vorbereitung eingehen können, weil wir heute noch zwei andere Ereignisse besprechen müssen. Ein Ereignis, was wir nachholen wollen, was ich jetzt schon zum zweiten Mal angekündigt hatte, nämlich die Briefe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam an die Herrscher seiner Zeit. Da werden wir kurz darauf eingehen, insha'Allah ta'ala, uns mal ein, zwei dieser Briefe anschauen. Und Nummer zwei, Ghazwat Dhat al-Salasil, die Schlacht von, oder nicht Ghazwa, sondern es ist eine Sariya gewesen, die Schlacht von Dhat al-Salasil. Da gibt es auch einige Lehren, welche wir aus dieser Schlacht ziehen können, wo wir auch kurz darauf eingehen werden, insha'Allah ta'ala. Und dann werden wir uns anfangen, mit der Eroberung von Mekka, wie angekündigt, zu beschäftigen. Beginnen wir, insha'Allah ta'ala, mit dem ersten Punkt, und zwar die Briefe, welche unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an die Herrscher seiner Zeit schickte. Nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Sulh al-Hudaybiyyah abgeschlossen hatte und auch in der Schlacht von Khaybar siegreich gewesen ist, konnte sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt auf etwas anderes konzentrieren. Quraysh sind jetzt neutral laut dem Vertrag. Die Gefahr, die von Khaybar ausgeht, ist gebändigt. Und was macht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er zögert nicht lange und er beginnt, die Herrscher der damaligen Zeit anzuschreiben. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Prophet, der gerade eben erst noch belagert wurde in Medina bei der Grabenschlacht, zwei Jahre später schreibt er die größten Machthaber seiner Zeit an. Zwei Jahre später noch, das muss man sich ja vorstellen. Er schreibt Herakl an, dem Herrscher der Byzantiner. Er schreibt Al-Muqawqas an, dem Herrscher Ägyptens. Er schreibt Kisra an, Khusro, dem Herrscher des Sassanidischen Reiches. Er schreibt alle Vertreter der großen arabischen Stämme an. Und er fordert sie auf, ihn zu befolgen. Manch einer könnte sagen, das sei Größenwahn. Für uns Muslime ist klar, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nichts anderes getan, als seine Aufgabe als Prophet zu erfüllen. Weil das war seine Aufgabe gewesen. Allah ta'ala hat genau das von ihm verlangt. Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. O Gesandter, verkünde was von dir auf deinen Herrn, was von deinem Herrn auf dich herabgesandt wurde. Und solltest du dies nicht tun, so hast du seine Botschaft nicht verkündet. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat noch zu Lebzeiten klar und deutlich gemacht, der Islam ist eine globale Religion. Keine Religion, welche sich auf ein bestimmtes Volk konzentriert, sondern der Islam ist die abschließende Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau aus diesem Grund schrieb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Herrscher an, die er kannte. Der großen Reiche, die er erreichen konnte. China war für ihn zu weit gewesen, konnte er nicht erreichen. Hätte er China erreichen können, hätte er sicherlich auch an den chinesischen Herrscher der damaligen Zeit ein Schreiben gesandt. Aber es war für ihn eine unbekannte Welt gewesen. Die Welt, die er kannte und die für die Araber damals eine wichtige Rolle gespielt haben, waren diese beiden großen Reiche.
Und zwar einmal das Persische Reich und einmal das Byzantinische Reich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er schickte Boten zu den Herrschern dieser beiden Reiche. Und wir wollen uns einfach mal inshallah ta'ala anschauen, wie die wichtigsten Reaktionen auf dieses Schreiben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen sind. Zunächst erst einmal, wie es auch authentisch überliefert wird, das Schreiben, welches der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Dihya al-Kalbi zu Heraklus, dem gewaltigen Roms, den gewaltigen des Byzantinischen Reiches, schickte. Und zwar schrieb er folgendes, ein kurzer Brief, kurz und knapp, aber die Botschaft ist klar. Und zwar schrieb er, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. Mit Muhammad ibn Abdillah wa Rasulih, von Muhammad ibn Abdillah und seinem Gesandten, also dem Gesandten Allahs, ila Hiraql azim ar-Rum, zu Heraklus, dem Gewaltigen des Römischen Reiches. Hier ganz, ganz wichtig, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Gepflogenheiten der damaligen Zeit berücksichtigt. Er hat nicht gesagt, so hier nur Heraklus, sondern er hat gesagt, der gewaltige Roms, er hatte also auch diese Al-Qab, das heißt diese Beinamen, die man erwähnen muss, auch erwähnt. Und das zeigt noch einmal auf, dass der Islam uns nicht verbietet, dass wir auf solche Gepflogenheiten, auf solche Dinge Acht geben. Und deswegen, ich wundere mich manchmal, es gibt ja manche, die dann so glauben, sie seien besonders, fromm. Und die dann beispielsweise vor Gericht, wenn sie vor Gericht stehen, nicht aufstehen, weil sie sagen, es gehört sich nicht, dass ich vor Gericht aufstehe, ich stehe nur vor Allah auf. Solch ein Blödsinn. Solch ein Blödsinn. Der Islam hat uns gelehrt, ja, dass wir Respekt zeigen sollen. Ich hatte sogar schon erlebt gehabt, ja, dass manchmal einige, weil sie glaubten, sie seien besonders fromm und den Islam überhaupt nicht verstanden haben, muss man ganz offen sagen, gar nicht verstanden haben, wenn dann ein Präsident reinkommt, ja, in einen Saal, wo dann alle aufstehen, um ihn zu grüßen, aus Respekt gegenüber seinem Amt, nicht gegenüber ihm selbst, gegenüber seinem Amt, dass sie extra sitzen bleiben und glauben, sie würden damit etwas Gewaltiges getan haben. Was völliger Unsinn ist. Der Islam, er lehrt uns auch, auf solche Dinge Acht zu geben. Und deswegen, subhanallah, es wird überliefert von Ibn Sa'd, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Al-Hudaybiyah dann angefangen hat, diese Briefe zu schicken mit seinem Boten. Und dann meinte einer der Sahabe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, innal muluka la yaqra'una kitaban illa makhtuma. O Gesandte Allahs, die Könige, die akzeptieren nur Bücher oder Schreiben, die abgestempelt sind. Wo klar ist, dass, wie gesagt, das wirklich ein offizielles Schreiben ist. Was hat der Prophet sallallahu gemacht? Hat er gesagt, interessiert mich nicht? Achte ich nicht darauf, dass ich bin der Gesandte Allahs, ich kann jetzt alles ändern, die ganzen Gepflogenheiten, all diese diplomatischen Gepflogenheiten, die unter den Menschen gelten? Nein. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der zum ersten Mal jetzt Herrscher seiner damaligen Zeit direkt anschreibt, er hat das respektiert. Und was hat er gemacht? Er hat sich einen Khatem, einen Ring anfertigen lassen, auf dem drei Zeilen stehen. Muhammad, Rasul, Allah. Und zwar umgekehrt, Allah ganz oben, Rasul in der Mitte und Muhammad unten. Und hat diesen Khatem, diesen Ring, dann als Siegel genommen, damit klar ist, dass es sich hierbei um auch wirklich ein offizielles Schreiben handelte, welches vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde. Als jetzt nun Herakl dieses Schreiben Entschuldigt, wir haben es ja gar nicht zu Ende gelesen. Und zwar sagte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Salamun ala man ittaba' al-huda. Friede sei auf demjenigen, der die Rechtleitung befolgt. Amma ba'd. Amma ba'd. Fa'inni ad'uka bidi'ayat al-Islam. Ich rufe oder ich lade dich ein mit der Botschaft des Islam. Eslim, Teslem. Werde Muslim und du bleibst unversehrt. Und ganz wichtig, yu'tika Allahu ajraka marratain. Und Allah wird dir
deinen Lohn in doppelter Weise geben. Eslim teslam, ja? Yu'tika Allahu ajraka marratayn. Warum in doppelter Weise? Aus welchem Grund? Der Grund ist, dass er vorher Christ war. Also er hat einen anderen Propheten befolgt, nämlich Jesus. Und wenn er Muslim wird, befolgt er jetzt wieder einen Propheten und bekommt dadurch den Lohn in doppelter Weise. Und dann sagte er, فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ. Und solltest du dich abwenden, so trägst du die Sünde der Arisiyin. Und das ist ganz wichtig, dieses Wort Arisiyin. Das zeigt uns, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sich sehr gut auskannte über das, was in der Welt sich abspielte, auch in der christlichen Welt. Wenn du klassische Bücher liest und Kommentare zu diesem Hadith, dann werdet ihr vorfinden, dass die meisten den Begriff Arisiyin, das ist kein arabischer Begriff, damit deuten, dass sie sagen, damit sind die einfachen Bauern gemeint. Und die interpretieren das so und sagen, der Prophet hat aufgezeigt, wenn du nicht den Islam annimmst und die Menschen dann auch nicht den Islam kennenlernen können, dann wirst du ihre Sünden tragen, weil sie niemals in Kontakt mit dem Muslim und mit dem Islam treten werden. Modernere Gelehrte aus unserer heutigen Zeit haben den Begriff Arisiyin teilweise anders gedeutet. Und zwar als Arianer. Wer sind die Arianer? Was ist der Arianismus? Kennt jemand von euch den Arianismus? Der Arianismus ist eine Theologie, eine christliche Theologie, welche auf den christlichen Theologen Arius zurückgeht. Arius hat gelebt, ich sag's euch genau, zwischen 260 bis 327 nach Christus. Und er hat eine gewaltige Bewegung gehabt in seiner Zeit. Und diese Bewegung wird als die Bewegung der Arianer bezeichnet. Arianer, warum? Weil sie Anhänger von Arius waren. Und deswegen Arisiyin. Was war denn die Vorstellung von Arius gewesen? Aus christlicher Perspektive der offiziellen Lehre war Arius ein Heretiker. Weil Arius, er war gegen die neue Lehre der Kirche, welche dann in dem Konzil von Nicea im Jahr 325 festgelegt wurde, nämlich, dass es eine Trinität gibt. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das sozusagen genau die Einzelheiten dieses Konzils sind. Es ist also eine Kirchenversammlung gewesen, wo bestimmt wurde, dass Jesus und Gott sozusagen, dass Jesus gleichzeitig Mensch ist, als auch Gott ist. Und er sagte, nein, das kann nicht sein. Jesus ist ein Mensch gewesen und Gott ist Gott. Es gab also zu dieser Zeit noch, im 3. Jahrhundert nach Christus oder Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus, gab es viele Christen, welche der Ansicht waren, dass Jesus vollständig Mensch gewesen ist. Also ähnlich wie wir Muslime das sehen. Diese Vorstellung der Trinitätslehre, dass drei in einem, dass Gott, dass Jesus gleichzeitig vollständig Gott ist und gleichzeitig vollständig Mensch ist, das ist etwas, was erst später entstanden ist. Und was erst drei Jahrhunderte später nach dem Tod von Isa a.s. bestimmt wurde. Das war früher gar nicht klar gewesen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen. Denn wir verstehen, wie sich das auch entwickelt hat. Dass diese Trinitätslehre, wie wir sie heute kennen, diese Dreifaltigkeitslehre, die unter Christen heutzutage das offizielle Bekenntnis ist zum Christentum, etwas ist, was früher gar nicht so klar gewesen ist unter Christen und dass es eine große Bewegung gegeben hat unter der Führung von Arius, welche etwas anderes glaubt, nämlich dass Jesus nichts Göttliches in sich hat, sondern dass Jesus vollständig Mensch ist und Gott ist Gott. Deswegen, ich gebe euch den Ratschlag, könnt ihr euch auch nochmal erkundigen, einfach mal auf Wikipedia oder woanders Arius eingeben, Theologie, da werdet ihr sehr, sehr interessante Informationen diesbezüglich finden. Und dann, subhanallah, schrieb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Vers in den Brief, aus dem Koran, und zwar aus Surat Ali Imran, Vers Nummer 64. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Sprich, o Leute der Schrift, kommt zu einem
sozusagen gleichem Wort zwischen uns und zwischen euch. Alla na'buda illallah, dass wir nur Allah dienen. Wa la nushrika bihi shay'a, und dass wir ihm nichts beigesellen. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, und dass keiner von uns den anderen zum Herrn nimmt, außer neben Allah. Fa in tawallaw, und sollten sie sich abwenden, faqulu shhadu bi anna muslimun, so sagt, ja, wir bezeugen, bezeugt, dass wir Gottergebene sind. Bei Ibn Sa'd wird überliefert, als Herakl, also Heraklus, diesen Brief gelesen hat, da hat er zu seinen Hofsmännern und Hofsleuten und seinen Wuzara, was ist nochmal Wazir, Ministern gesagt: Ja, ma'ashar al-Rum, hal lakum fil falahi wa rushd, wa an yathbuta lakum mulkukum wa tattabi'una ma qala Isa ibn Maryam. O Byzantiner, wollt ihr Erfolg und wollt ihr rechtgeleitet sein? Und wollt ihr, dass eure Herrschaft bestehen bleibt? Und wollt ihr das befolgen, was Jesus, der Sohn Marias, gesagt hat? Die Byzantiner sagten: um was handelt es sich, o König? Und er sagte: befolgt diesen arabischen Propheten. Und dann haben sie angefangen. Es wird hier wortwörtlich gesagt: قَالُوا فَحَاصُوا حَيْصَتْ حُمُرِ الْوَحْشِ. Ja, sie sind da sozusagen regelrecht ausgeflippt, ja, wie als wären sie wilde Esel. Wie als wären sie wilde Esel. وَتَنَاجَزُوا وَرَفَعُوا الصَّلِيبُ, und haben das Kreuz hochgehalten und haben laut gerufen. Und als Herakl das gesehen hat und wusste, dass sie niemals den Islam annehmen würden, sagte er: ich sagte dies nur, إِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ مَا قُلْتُ لِأَخْتَبِرَكُمْ, damit ich euch prüfe, لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَابَتُكُمْ فِي دِينِكُمْ, damit ich gucke, wie stark ihr in der Religion seid. فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ الَّذِي أُحِبْ, ich habe das gesehen, was ich liebe, فَسَجَدُوا لَهُ, und sie haben sich dann sozusagen vor ihm niedergeworfen. Was lehrt uns das? Es gibt eine Überlieferung, die hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang der Sira mal erwähnt gehabt, die Überlieferung von Abu Sufyan, als er bei Heraklus gewesen ist. Kennt ihr, könnt ihr euch erinnern? Dieser lange Dialog zwischen dem König der Byzantiner und zwischen Abu Sufyan, wo er gefragt hat nach einem Propheten und dann gesagt hat, wie sind seine Eigenschaften, etc., etc. Das heißt, er wusste, dass ein Prophet kommen wird. Und jetzt ist die Botschaft dieses Propheten zu ihm angelangt. Und er wusste, dass er ein wahrer Prophet ist, aber er konnte nichts dagegen tun und ist dann so gestorben. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat auch einen Brief an Kisra Chosro, dem Herrscher des Sassanidischen Reiches, geschickt. Und als dann dieses Schreiben bei ihm ankam, wurde er sehr, sehr zornig. Sehr, sehr zornig. Und was machte er? Er zerriss das Schreiben und er sagte: wie kann jemand, der mein Sklave ist, es wagen, mir so ein Schreiben zu schicken? Und er zerriss das Schreiben, und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann von dem Boten hörte, dass dieses Schreiben von Kisra zerrissen wurde, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: mazzaqallahu mulkahu, möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Herrschaft zerreißen, genauso wie er dieses Schreiben zerrissen hat. Und das sollte so sein, weil Kisra erschickte dann einen seiner Abgesandten nach Mekka oder nach Medina, damit er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich herbestellt. So überheblich war er gewesen. Und als dieser Abgesandte kam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: kehre zurück, weil der Sohn von deinem Herrscher hat gerade deinen Herrscher getötet. Und subhanallah, als er zurückging, war es wirklich so gewesen. Und im Süden, ja, der Abgesandte des Sassanidischen Reiches ist daraufhin Muslim geworden, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Prophezeiung gemacht hat. Das in aller Kürze. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er schickte auch ein Schreiben zu An-Najashi. Und An-Najashi, er hat dieses Schreiben natürlich angenommen und er war ja auch Muslim gewesen und hat auch aufgezeigt, dass genau dies es ist, womit Isa alaihi salam gekommen ist. Wichtig bei dieser ganzen Angelegenheit, meine lieben Geschwister im Islam, ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vom ersten Moment an, wo er die Möglichkeit hatte, aufgezeigt hat, dass der Islam eine Religion für die gesamte Welt ist. Für die gesamte Welt ist.
nicht nur für das arabische Volk. Dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gepflogenheiten der damaligen Zeit respektiert hat. Dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch wusste, worauf es ankommt, wenn er die einzelnen Herrscher anschreibt. Er hat also auch nochmal ganz klar sich vorher informiert und er wusste ganz genau, worauf er achten muss und welche Verse er benutzen muss, damit er, und welche Worte er benutzen muss, damit er die jeweiligen Herrscher auch erreichen kann. Und wie gesagt, einige haben die Botschaft angenommen, wie An-Najashi, andere haben das Schreiben zerrissen und wurden daraufhin selbst zerrissen. Und Dritte haben versucht, es anzunehmen, aber konnten es nicht annehmen, weil die Menschen nicht dazu bereit gewesen sind. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu dem nächsten Punkt, bevor wir auf die Eroberung von Mekka zu sprechen kommen, und zwar zu der Schlacht Dhat al-Salasil. Bei der Schlacht Dhat al-Salasil geht es weniger um den Ablauf der Schlacht, weil es gar nicht zu einer richtigen Schlacht gekommen ist, sondern vielmehr um einige interessante Begebenheiten während der Schlacht. Und zwar direkt nach der Schlacht von Mu'tah. In welchem Jahr war nochmal die Schlacht von Mu'tah gewesen? Genau. Anfang des Jahres 8 nach der Hijra. Sehr gut. Und kurz darauf hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Armee geschickt, ja, unter der Führung von Amr ibn As. Ihr könnt euch erinnern, Amr ibn As ist erst gerade Muslim geworden. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, er ist ein kluger Kopf und er hat ihm gleich eine Aufgabe übergeben und ihn mit einbezogen und er hat ihn geschickt, um einen Stamm, der immer wieder die Muslime angegriffen hat, dann eine Lektion zu erteilen, und zwar den Stamm der Qudaa. Und auf jeden Fall machte sich Amr ibn As auf den Weg und es handelte sich um ungefähr 300 von den Muhajirin und den Ansar. Und als sie dann in die Nähe kamen des Feindes, haben sie gehört, dass der Feind eine große Armee vorbereitet hat, woraufhin Amr ibn As den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum bat, Unterstützung zu schicken und Nachschub. Und das tat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam und er schickte Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Es sollte nicht wirklich zu einem Kampf kommen, nämlich der Feind, als er gesehen hat, dass die Muslime dann in ihre Wohnstätten kamen, sind geflohen und sind jeder in eine bestimmte Richtung geflohen. Und Amr ibn As, er kehrte zurück nach Medina. Das an sich war schon ein Sieg gewesen. Was während der Schlacht geschehen ist, ist jetzt genau das, worauf wir zu sprechen kommen wollen, insha'Allah ta'ala. Und zwar, zunächst erst einmal, Amr ibn As selbst. Er ist gerade erst Muslim geworden. Und er hat, wie wir wissen, freiwillig den Islam angenommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kam zu Amr ibn As und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihm: Ich werde dich an der Spitze einer Armee schicken und dir wird nichts geschehen und Nummer zwei, du wirst auch Beute machen. وَأَرْغَبُ لَكَ فِي الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحًا. Und ich möchte, dass du sozusagen auch einiges an Vermögen bekommst. Woraufhin dann Amr ibn As sagte: Ja, Rasulallah, مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ. O Gesandter Allah, ich bin nicht Muslim geworden wegen des Geldes. وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ. Ich bin Muslim geworden aus Liebe zum Islam, weil ich auch wirklich Muslim werden wollte. وَنَا أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Und dass ich mit dem Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم sein kann. Woraufhin der Prophet صلى الله عليه وسلم einen wichtigen Satz sagte, den wir auch kennen. Und zwar sagte er: يَا عَمْرْ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ. O Amr, wie gut ist das fromme Vermögen in der Hand eines frommen Mannes. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus sehr, sehr viel. Erstens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat versucht, auch manchmal mit materiellen Aspekten, die Menschen an den Islam zu binden. Er ist Muslim geworden und er ist freiwillig Muslim geworden, aber er war noch neuer Muslim.
Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste ganz genau, wie er die Menschen an den Islam noch stärker binden kann. Manchmal auch mit materiellen Aspekten. Manche sagen mir, warum das denn? Der Koran zeigt uns das sogar auf. Und zwar in welchem Aspekt? Im Bezug auf die Zakah. Welche 8 Bereiche gibt es denn, für die man die Zakah ausgeben kann? Für welche 8 Bereiche kann man die Zakah ausgeben? Allah Ta'ala hat diese 8 Bereiche aufgezählt. Wer weiß es? 8 Bereiche sind es genau. Nein, nein, das ist, wofür du Zakah zahlen musst. Jetzt, die 8 Bereiche, für die ich die Zakah, sozusagen die 8 Personengruppen, entschuldigt, die 8 Personengruppen, für die ich die Zakah zahlen kann. Erstmal Bedürftige. Allah Ta'ala sagt, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Also die Sadaqat, das heißt, damit ist auch die Zakah gemeint, die Pflichtabgabe ist für wen? Lil-fuqara wal-masakin. Was ist der Unterschied? Fuqara sind Bedürftige und Masakin sind auch Bedürftige. Die Gelehrten sagen, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber sie sagen, der Unterschied ist, ein Faqir ist jemand, der so gut wie gar nichts hat. Das heißt mit anderen Worten, das, was er hat, reicht nicht aus, um über die Runden zu kommen. Gar nicht. Und ein Miskin ist jemand, der hat etwas, aber es wird knapp. Das ist ein Miskin. Also beide sind Bedürftige. Also es sind aber 2 Bereiche. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Warum erwähnt Allah beides? Weil es kann sein, dass ich bei manchen Menschen gar nicht erkenne, dass sie arm sind, aber sie sind in Wirklichkeit arm. Es gibt manche, die betteln auf der Straße, die sind wirklich fakir, die haben gar nichts, haben kein Obdach, nichts über den Kopf. Da sehe ich sofort, sie sind wirklich arm. Und es gibt Menschen, die haben ein Dach über dem Kopf, die haben vielleicht sogar ab und zu mal Arbeit, aber denen geht es sehr, sehr schlecht und das, was sie besitzen, reicht nicht aus, um wirklich über die Runden zu kommen. Ja, für sie kann ich auch diese Zakah verwenden. Welche Bereiche gibt es noch? Ja, bei den Schwestern. Wie bitte? Das gehört alles zu was? Alles zu den Masakin. Ein Waisenkind kann auch reich sein. Wenn ein Waisenkind reich ist, dann muss ich ihm keine, darf ich ihm keine Zakat zahlen. Also es geht wirklich um den Aspekt der Bedürftigkeit. Ja, welche 6 Bereiche werden noch erwähnt? Ja? Kranke Menschen? Nee, nein. Genau. Wafi sabilillah. Das ist so das Letzte, was du erwähnt hast. Ja? Auf dem Wege Allahs, damit sind in erster Linie wirklich die Armee gemeint. Oder sozusagen Leute, die halt dann kämpfen, um die Muslime zu verteidigen. Was noch? Der Sohn des Weges. Wabin as-sabil. Wer ist der Sohn des Weges? Das ist jemand, der auf der Reise ist und dann nicht mehr genügend Geld hat, um zurückzukehren. Ja? Nein, das... Nein. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. Ja, diejenigen, welche als Beamte sozusagen die Aufgabe haben, die Zakah zu sammeln. Also Leute, die in Hilfsorganisationen zum Beispiel arbeiten, die können auch etwas von der Zakah bekommen, die bekommen ihr Gehalt, damit sie sozusagen davon leben können. Ja? Und dann, wir haben jetzt wie viele? Ja, jetzt Fuqara, Masakin, fi sabilillah. Was hatten wir noch gehabt? Amilin, 4. Es fehlen noch 4. Wal-Gharimin, richtig. Wal-Gharimin, Verschuldete. Richtig. Nummer 5, ja. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-amilina 'alayha. Und jetzt wal-mu'allafati qulubuhum. Das ist genau der Bereich, ja, den ich jetzt hier erwähnen wollte. Wer sind die mu'allafati qulubuhum? Weil das ist wichtig, ja, mit Amr ibn As. Wer sind die wal-mu'allafati qulubuhum? Was heißt ein Ta'liful Qulub? Ma ma'ana Ta'liful Qulub? Was bedeutet das? Ein ganz wichtiger Punkt. Alhamdulillah. Was sagst du? Das Herz. Genau, dass ich versuche, das Herz zu gewinnen. Dass ich versuche, das Herz von einer Person zu gewinnen. Beispielsweise, ja, dass ich ihr etwas gebe, damit ich ihr Herz gewinne. Oder damit ich dadurch etwas Negatives von dem Muslim abwende. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam öfters praktiziert. Manchmal gewinnt man Menschen für den Islam, indem man ihnen etwas Gutes tut. Auch materiell gesehen. Es gibt viele Menschen, die zum Islam konvertieren, weil sie immer wieder zum Essen eingeladen wurden. Hört sich jetzt ein bisschen billig an, aber es ist wirklich so.
Es ist wirklich so. Ja, Liebe geht durch den Magen. Ja, subhanallah. Es gibt wirklich Menschen, die kommen zum Islam wegen Essen. Oh, hier ist orientalisches Essen. Ja, es gibt manche Menschen, die kommen nur in die Moschee, weil sie leckeres Essen hier haben. Und dann subhanallah lernen sie den Islam kennen. So ist das, so funktioniert der Mensch. Und genau das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch getan. Lass mal aber noch diese acht Bereiche jetzt. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Ja, und wenn ich sozusagen einen Sklaven befreien möchte und der sich nicht selbst befreien kann, ja, dann kann ich ihm dabei helfen, indem er sich nämlich selbst freikauft dadurch. Wa fir riqabi. Wie geht's weiter? Wa bini sabili. Was? Ja, also wir haben jetzt diese acht Bereiche alle erwähnt gehabt. Sie findet ihr in Surat al-Taube diese Ayah, das sind die acht Bereiche, für die man diese Kehrte ausgeben darf. Gut, kommen wir zurück in Schala. Wichtig ist halt einfach, dass Amr ibn As, ja, der Prophet hat etwas gemacht. Er hat versucht, sein Herz zu gewinnen. Er hat ihm eine Aufgabe, er wusste, Amr war angesehen, er gibt ihm eine Aufgabe. Ja, sagt ihm, guck mal, ja, wenn du das machst, kannst du auch materiell etwas gewinnen. Amr schämte sich, sagte, nein, ich bin nicht deswegen Muslim geworden. Er ist aufrichtig gewesen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihm aufgezeigt, das ist nicht weiterhin schlimm. Weil Vermögen in der Hand eines guten Mannes ist etwas Gutes, wenn dieses Vermögen halal ist. Und deswegen nochmal ganz wichtig, dieser Satz ist auch ganz wichtig. Wenn jemand die Möglichkeit hat, durch Handel, durch seine Arbeit, sich Vermögen anzueignen, was halal ist, dann ist es etwas sehr, sehr Gutes. Warum? Weil wir nämlich auf Menschen angewiesen sind, auch in unserer Gemeinde, welche vermögend sind, damit sie unsere Moscheen finanzieren können, damit sie gute Projekte finanzieren können. Das brauchen wir. Wenn alle nichts haben, können wir nichts aufbauen. Deswegen haben wir immer wieder auch gesagt, ja, derjenige, der die Möglichkeit hat, das zu tun, ja, der sollte es tun, damit er insha'Allah ta'ala dann auch die Gemeinschaft unterstützen kann. Jetzt kommt es, während sie dort sind, zu einer Auseinandersetzung. Und die ist sehr, sehr wichtig, diese Auseinandersetzung, weil sie uns etwas ganz Wichtiges lehrt. Und zwar hatten wir gesagt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wen als Nachschub geschickt hat? Abu Ubaida ibn Jarrah. Abu Ubaida ibn Jarrah ist ein Muslim der ersten Stunde. Einer der zehn, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Paradies noch zu Lebzeiten versprochen hat. Und er kommt jetzt an und jetzt kommt es zur Gebetszeit. Wer betet vor? Abu Ubaida oder Amr? Amr ist gerade erst Muslim. Allahu a'lam, wie gut er Koran lesen kann. Allahu a'lam, was er überhaupt vom Koran auswendig kann. Und die Leute sagen, dass Abu Ubaida vorbeten soll. Gerade auch die Leute, die mit ihm gekommen sind. Woraufhin Amr darauf besteht, nein, ich bin der Emir. Ich bete vor. Ich bin der Emir, ich bete vor. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ganz klar gesagt, La bal antum madadun lana. Nein, ihr seid nur was? Eine Unterstützung. Also ich bin der Hauptemir. Ich habe vorzubeten. Und subhanallah, guck mal, wie jetzt Abu Ubaida ibn Jarrah reagiert hat. Das ist das Wichtige. Abu Ubaida ibn Jarrah, er sagte zu Amr ibn As, litatma'inna ya Amr. Sei ganz beruhigt, O Amr. Wa ta'lamanna أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال und wisse, das letzte, was der Prophet صلى الله عليه وسلم zu mir gesagt hat, bevor ich losgegangen bin, waren folgende Worte. إذا قدمت على صاحبك, wenn du zu deinem Gefährten kommst, also Amr ibn As, فتطاوع ولا تختلف, so einigt euch und streitet euch nicht. وَأَنَّكَ وَاللَّهِ إِنْ عَصَيْتَنِي لَأُطِيعَنَّكَ فَأَطَاعَ أَبُو عُبَيْدَ فَكَانَ عَمْرُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. Ja? Und wenn du sozusagen nicht das tust, was ich von dir verlange, ja, dann werde ich dir gehorchen, damit wir uns nicht streiten. Und er ließ ihn dann vorbeten. Guck mal die Hikma, die Weisheit von Amr ibn As, von Abu Ubaida ibn Jarrah. Damit er einen Konflikt oder eine Spaltung der Gemeinschaft verhindert, verzichtet er darauf, selbst vorzubeten. Und so sollte ein Muslim sein. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das immer wieder verlangt. Kennt ihr die Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mu'ath ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari in den Jemen geschickt hat? Da sagte er zu ihnen beiden, er gab ihnen drei Dinge mit auf den Weg. Was sind diese drei Dinge gewesen? Ihr kennt diesen Hadith. Yassira wala
Tu'assira. Erleichtert und erschwert nicht. Was ist die Nummer zwei? Bashira wala tunaffira. Verkündet frohe Botschaft und vergraut die Menschen nicht. Und die Nummer drei? Watatawa'a wala takhtalifa. Und einigt euch und findet Kompromisse von Tawa. Also irgendwie müsst ihr einen Kompromiss finden. Es ist nicht immer ein Prophet neben euch, der jetzt entscheidet. Findet irgendwie einen Kompromiss, passt euch an. Wala takhtalifa. Und streitet nicht. Das sind die drei zentralen Botschaften. Und das ist das, was wir brauchen heutzutage. Ja, manchmal sollte ich als Muslim einfach sagen, okay, dann verzichte ich eben darauf, damit die Gemeinschaft geeint bleibt. Ich tue es für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil was passiert, wenn beide darauf beharren? Die Gemeinschaft spaltet sich. Und wie oft haben wir das erlebt, sogar in Moscheegemeinden? In Moscheegemeinden. Es geht hier nicht um was, um eine Armee, um ein Kalifat, um einen Staat, sondern es geht um was, eine Moscheegemeinde, wo wir für Allah arbeiten. Dass zwei Leute sich nicht einigen können und was passiert? Die gesamte Gemeinschaft spaltet sich. Und wie oft haben wir erlebt, dass neben einer Moschee plötzlich eine andere Moschee aufmacht? Weil die sich nicht einigen konnten. Subhanallah, zwei Moscheen, zweimal Miete, anstatt die Muslime zu erleichtern. Irgendwie dann einen Kompromiss zu finden, sagen, okay, ich verzichte darauf für Allah. Nein, Hauptsache, ja, ich halte daran fest und Hauptsache, ich beharre auf meiner Meinung. Das ist nicht das, was der Islam uns gelehrt hat. Der Islam lehrt uns was? Dass wir bereit sind, auch Kompromisse zu schließen. Dass ich auch mal bereit bin zu sagen, okay, ich verzichte darauf. Selbst wenn ich vielleicht glaube, ich habe mir Anrecht darauf, aber ich verzichte darauf. Für Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Gemeinschaft sich nicht spaltet. Wie wichtig ist dieser Fiqh, den wir lernen? Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt, den wir aus dieser Schlacht entnehmen können. Und zwar, subhanallah, das tiefgründige Fiqh-Verständnis von Amr ibn As. Amr ibn As, er ist, wie gesagt, gerade erst Muslim geworden. Vielleicht ein Jahr. Ja, nicht mal ein Jahr Muslim. Und auf jeden Fall, was passiert jetzt? Er hat ja immer vorgebetet. Und in einer Nacht während dieser Schlacht hat er einen feuchten Traum. Also am nächsten Morgen müsste er was machen? Er müsste Russen machen. Und er hat vorgebetet. Aber er hat kein Wudu gemacht, er hat kein Russen gemacht, sondern einfach Tayammum gemacht. Er ist gerade ein Muslim geworden, gerade erst Muslim geworden. Er hat vom Propheten diesbezüglich nichts gehört. Er kannte nur einen Vers. Was ist dieser Vers gewesen? Wala taqtulu anfusakum. Und tötet euch nicht selbst. Das ist der Vers, den er kannte. Und er hat aus diesem Vers entnommen, dass man als Mensch sich nicht selbst ins Unglück stürzen darf und seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen darf, gerade wenn es sehr, sehr kalt ist und ich kann keine große Nummer, mache ich einfach Tayammum. Und zu diesem Zeitpunkt war Tayammum schon, wie gesagt, eingeführt worden. Und einige haben sich dann beschwert über Amr ibn As, und als sie dann in Medina waren, beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Amr ibn As, Ya Amr, sallayta bi ashabika wa anta junub? O Amr, hast du etwa das Gebet geleitet, obwohl du Junub bist, also im Janabe-Zustand? Woraufhin dann Amr ihm erklärte, was er gemacht hat und auf welchen Vers er sich stützte. Und was machte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa lam yaqul shay'a. Der Prophet lachte nur und hat nichts gesagt. Warum lachte er? Weil er sich wunderte, subhanallah, wie er selbst aus diesem Vers einen Hukm hergeleitet hat. Ohne dass er wusste, dass der Prophet diesbezüglich irgendetwas gesagt hat. Und daraus entnehmen wir, dass wenn ich Wasser nicht nutzen kann, aufgrund beispielsweise von Kälte oder aus irgendeinem anderen Grund, weil ich sonst krank werden könnte, dass ich in diesem Fall was tun kann, in diesem Fall auf Tayammum zurückgreifen kann. Eine umgekehrte Geschichte ist folgende. Und zwar die Gruppe, die auf der Reise gewesen ist und wo einer von ihnen vom Pferd gefallen ist. Und er hat sich den Kopf verletzt, musste den Kopf verbinden und es geschah genau dasselbe. Er hatte einen feuchten Traum und er fragte dann seine Gefährten, darf ich Tayammum machen, anstatt dass ich mich wasche und die Wunde auswasche. Sie meinten, nein, du musst auf jeden Fall den Verband abnehmen und den Kopf waschen. Und das tat er dann und ist dann gestorben. Und als sie dann beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam ankam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, qataluhu qatalahumullah. Sie haben ihn getötet, möge Allah sie töten. أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا
Hätten sie nicht fragen können, wenn sie nicht Bescheid wissen? فَإِنَّمَا دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ. Das Heilmittel gegen Unwissenheit ist was? Dass ich frage. Was lernen wir aus diesen beiden Hadithen? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar ist es besser, dass ich einen Fehler in Bezug auf eine Erleichterung mache, als dass ich einen Fehler mache in Bezug auf eine Erschwernis. Nochmal. Es ist besser, ich mache einen Fehler in Bezug auf eine Erleichterung, ich erleichtere einer Person eine Sache und sage, guck mal, mach das erstmal so und dann können wir immer noch gucken, als dass ich es einer Person erschwere und im Nachhinein sich herausstellt, dass es falsch gewesen ist, wenn ich nicht Bescheid weiß. Leider ist es heutzutage genau umgekehrt. Was machen die Menschen heutzutage? Da kommt jemand und stellt ihm irgendeine Frage und das allererste, was er sagt, ist haram. Oder? Ist doch immer so, subhanallah. Das allererste, was die Leute sagen, ist haram. Manchmal kommen Leute zu mir, stellen mir eine Frage und es steht jemand neben mir. Und bevor ich überhaupt antworten kann, ich bin noch am Überlegen, sagt er, ist so und so haram. Ja, mashallah, khalas, alles ist haram, ist haram. Wenn es haram ist, ist haram. Ja? Genau das Gegenteil sollte sein. Dass ich versuche, immer erst einmal zu erleichtern, wenn ich mir unsicher bin, und nicht zu erschweren. Und nicht zu erschweren. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen hört mal, was Sufyan al-Thawri gesagt hat, dieser große Gelehrte. Er sagte, Leis al-Fiqh, der Fiqh ist nicht, Entschuldigung, innama al-Fiqh al-Rukhsatu min al-Thiqa. Merkt euch dieses Zitat. Innama al-Fiqh al-Rukhsatu min al-Thiqa. Wahres Verständnis in der Religion ist was? Ist, dass ein vertrauenswürdiger Gelehrter eine Erleichterungsregelung ausspricht für eine Person. أَمَّا التَّشْدِيدُ فَيُحْسِنُهُ كُلُّ أَحْدٍ. Das Erschweren kann aber jeder. Jeder kann sagen, haram, bleib, mach mal lieber nicht. Kann jeder. Aber jemand, der Wissen hat und dann sagen kann, nein, du kannst das machen in diesem Fall, ja, das ist das, was wirklich Fiqh ist. Und das ist das, wonach wir streben sollten. Das ist that as-salasil gewesen. Das ist die Schlacht von that as-salasil gewesen. Aus der wir auch sehr, sehr wichtige Lehren ziehen konnten. Und jetzt, meine lieben Geschwister im Islam, kommen wir eigentlich auf die Eroberung von Mekka zu sprechen. Eigentlich. Aber ich merke gerade, dass wir in der Zeit vorangeschritten sind. Und ich eigentlich sehr, sehr ungern, ja, jetzt nur ein, zwei Aspekte von der Eroberung von Mekka erwähnen möchte und dann abbrechen muss, sondern wir jetzt Alhamdulillah soweit alles besprochen haben bis zur Eroberung von Mekka. Weil das waren nochmal zwei wichtige Dinge gewesen, ja, die wir erwähnen mussten, sodass wir inshallah ta'ala die Eroberung von Mekka dann auf nächste Woche verschieben müssen, um dann inshallah die gesamte Eroberung von Mekka vollständig zu behandeln. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.